Servus miteinander. Und zwar, viele kennen uns ja von den Abotec-Werkzeugen. Abotec hat was Neues auf den Markt gebracht, und zwar das PCS. Und das stellen wir in diesem Video vor. Viel Spaß beim Schauen. Willkommen bei Gipfelholz. Heute gibt es mal wieder was von Abotec. Und zwar das Abotec PCS. Das PCS heißt eigentlich PCS für alle, die Englisch des Mächtigen sind. Das heißt Precision Carving System. Und das sind im Endeffekt, Precision kommt von Präzision. Das sind lauter so kleine Aufsätze. Genau gesagt, 3 Stück. Geh raus. Präzision, gell? Ja. Also wir haben einmal hier einen Mini-Ball-Gouge, würde ich sagen. Einen Mini-Turboschaft. Und dann noch eine Schleifwalze. Und dazu haben wir dann noch einen Adapter für den Winkelschleifer. Und was kann man damit machen? Dann können wir einfach mal auch die Verpackung anschauen. Dann seht ihr schon ganz genau. Das ist dafür gedacht, um Strukturen zu machen, kleine Sachen zu machen. Feinheiten von Skulpturen zum Beispiel ausarbeiten oder sonstiges. Und wir stellen euch jetzt in diesem Video einfach diese Aufsätze vor und zeigen, wie man damit arbeiten kann. Wie immer fangen wir mit der Montage dieses Werkzeuges mal an. Und zwar haben wir ja diesen Winkelschleiferadapter hier. Da können wir das dann reindrehen. Da brauchen wir dann, denke ich mal, einen Zehner dafür, oder? Ein Zehner dürfte passen. Jawohl, ein Zehner. Gut festdrehen. Und dann ein 20er für den anderen Aufsatz. Machen wir einfach auf den Winkelschleifer drauf. Gut. Und schon montiert. Die Adapter kann man aber natürlich dann jetzt auch einzeln einfach abschrauben und ersetzen. Ja klar, logisch. Also man kann das hier oben den Zehner abdrehen, mit dem Zehner abdrehen und dann einfach die anderen Aufsätze drauf machen. Fangen wir einfach mal mit dem Präzisions-Ball-Gouge an. Im Endeffekt ist es so ähnlich aufgebaut wie der Ball-Gouge selber. Hier haben wir eine Schraube, da können wir die Schneide lösen. Wir können die Schneide, wenn sie stumpf ist, auch 3 bis 4 Mal drehen, damit sie wieder scharf ist. Wir können es auch 180 Grad einmal so rumdrehen, dann haben wir auch wieder eine scharfe Schneide. Wir können auch den Spanbegrenzer, da das ein bisschen Luft hat hier, können wir das Ganze auch noch begrenzen, und zwar indem wir den wirklich so schräg runterdrücken, weil der dreht ja dann in diese Richtung hier. Und somit haben wir einen kleinen Spanbegrenzer drin und dann arbeitet er nicht so aggressiv. Und dann drücken wir das so leicht schräg runter, wir schrauben es fest und schon haben wir hier weniger, ich weiß nicht, man kann es glaube ich nicht erkennen. Doch, sieht man gut. Dass hier weniger ist und hier mehr ist. Gut, dann arbeit mal. Ja, dann werden wir mal eine Runde schnitzen damit. Der Jens hat es jetzt mal umgezogen und jetzt wird er einfach mal mit dem Mini Ball Gouge oder Precision Ball Gouge, Präzisions Ball Gouge arbeiten und danach erklären wir euch, wie er so arbeitet. Gut, die ersten Versuche haben wir gemacht. Ich muss es dazu sagen, arbeitet sehr, sehr schön. Arbeitet auch wirklich sehr schön ruhig. Ihr habt es gesehen hier. Man kann hier wirklich auch ganz tief eintauchen. Verschiedene Muster, Formen und so weiter. Also das seht ihr ja gerade selber. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schönes Arbeiten. Wichtig ist aber nur, dass ihr wirklich auch den Mini-Ball-Gouge, den Präzisions-Ball-Gouge in der richtigen Position haltet. So circa zwischen 25 bis 30 Grad. Auch zum Eintauchen, so in der Position, und so geht es am besten. Beim Ball Gouge ist es ein bisschen anders, und zwar hier ist es immer wichtig, wie der eintaucht. Der Winkelschleifer dreht ja in diese Richtung hier, und ihr seht es ja schon, wenn er da eintaucht, dann dreht in diese Richtung. Ich tauche hier ein
und das taucht ja praktisch dann wieder auf der anderen Seite aus. Da kann es nämlich normalerweise vorkommen, dass es auf der anderen Seite ausreißt. Um das dann, also wir haben es hier nicht gesehen, dass es überhaupt irgendwo reißt. Also beim Ballgouge ist es ein bisschen aggressiver, bei dem jetzt nicht. Und in dem müsste er dann einfach nur auf die andere Seite drehen, sollte das mal der Fall sein. Dann dreht er praktisch dann hier, dann geht er hier rein und reißt auf der anderen Seite raus. Aus dem Holz. Einfach dann wieder zurückdrehen auf diese Seite und schon seht ihr ja. Habt ihr immer eine saubere Kante, je nachdem, wo ihr die saubere Kante haben wollt. Aber wie gesagt, wir haben es festgestellt, hier reißt er überhaupt nicht aus. Ja, also man hat gesehen, man kann richtig filigran hier mit diesem Mini-Präzisions-Ballgouge arbeiten. Es ist schon natürlich ein anderer Vergleich zum großen Ballgouge, weil der arbeitet ein bisschen aggressiver. Der ist so richtig schön fein, man kann richtig schön reinfahren. Also top, bin ich begeistert. Man kann wirklich schöne, richtig tolle, feine Sachen ausarbeiten. So Leute, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Wer von euch benutzt denn Arbotec-Geräte schon, von den ganzen Zuschauern? Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Der zweite Aufsatz ist der Precision Barrel Cutter oder die, wo es lieber deutsch wollen, Präzisionsfassschneider. Und wenn ihr hier schaut, da habt ihr hier auch eine Schneide drin. Ich baue sie mal raus, dann kann man mal sehen, wie die ausschaut. Ja, das dauert jetzt. Das ist nicht nur ein Stück. Da habt ihr hier praktisch, das ist diese eine Schneide. Genau, die kann man auch ganz normal tauschen. Wichtig ist nur, wie gesagt, ihr könnt es nicht verkehrt rum reinbauen, also es geht nur so, wenn es praktisch so rum funktioniert das nicht. Und im Endeffekt kann man sagen, es ist ein kleiner Fräser für einen Winkelschleifer. Also es funktioniert ähnlich wie eine Oberfräse, bloß halt freihändig. Die Hauptarbeit wird von diesen seitlichen Schneiden genommen. Und von können es aber auch ein bisschen in die Tiefe arbeiten. Also ganz leicht kann man in die Tiefe arbeiten. Aber die Hauptarbeit ist, wie gesagt, an diesen seitlichen Schneiden. Viel mehr gibt es jetzt dazu nicht zum Sagen, außer dass der Jens jetzt mal wieder ein bisschen rumfräsen darf. Jawohl. Also habt ihr auch gerade selber gesehen, man lässt den auch ziemlich schön einfach, kann man den führen. Man muss aber immer mit zwei Händen arbeiten, Leute. Das ist wirklich wichtig bei allen drei Sachen. Seht ihr ja mal selber hier, schöne Fischschuppen könnte man zum Beispiel reinmachen. Man kann auch, wie gesagt, hier haben wir es mal gemacht, seht ihr das? Man kann auch wirklich ganz leicht in die Tiefe arbeiten und dann wirklich die Ränder schön ausfräsen. Das habt ihr jetzt hier zum Beispiel gesehen. Kommt runter in die Tiefe, kann schön ausfräsen damit. Also man kann wirklich filigran damit arbeiten, auch feine Striche machen, auch Kurven arbeiten. Also es ist wirklich top. Bin begeistert. Der letzte Aufsatz ist dann der Precision Drum Sender oder Trommelschleifer mit einem Durchmesser von 15 mm. Braucht man glaube ich nicht viel sagen. Können Sie die Schleifhülse draufschieben und dann halt mit dem Imbusschlüssel praktisch das Trommelteil spreizen und dann sitzt es fest. Was kann man damit machen? Im Endeffekt geht es dann, dass du halt hier dann auch eure Flächen nachschleifen könnt, die zuvor Rundungen ausarbeiten nochmal, bei Skulpturen entgraden. Genau. Der große Vorteil ist einfach, dass ihr, sage ich mal, so eine kleine Schleifwalze auf den Winkelschleifer drauf montieren könnt. Dann sind wir auch schon wieder am Ende unseres Tests, wie gewohnt von Arbotec. Die Qualität stimmt.
auch der Einsatzbereich eröffnet wieder neue Möglichkeiten, gerade für Bildhauer, um Strukturen irgendwo reinmachen oder Holzschilder zu machen, Skulpturen zu machen. Es ist im Großen und Ganzen ersetzt Schnitzeisen auf der einen Seite oder auch eine Oberfräse, also wirklich sehr gut. Wir haben gut damit arbeiten können, werden es wahrscheinlich öfters einsetzen, sind zufrieden damit und können euch eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Das war's dann jetzt auch schon wieder vom Video. Gerne schreibt unten in die Kommentare noch rein, wer schon was von Arbotec hat, wie ihr mit der Qualität zufrieden seid von Arbotec. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, Abo da lassen und bis demnächst. Also, Bierzeich, Servus. Servus.